Heute geht es um eine endlich mal wirklich kurze und bündige Frage. Wie funktionieren eigentlich ETNs? Und das wollen wir uns gleich anschauen. Heute geht es um ETNs. Wir haben an dieser Stelle, glaube ich, noch gar nicht darüber gesprochen und insofern wird es ohnehin mal Zeit, uns derartige Produkte anzuschauen. Und erstmal die Grundsatzfrage dann natürlich, was ist ein ETN? Also es gibt einen Überbegriff, der nennt sich ETP, Exchange Traded Product. Da gibt es drei Untergruppen. Der bekannteste Block, den eigentlich wahrscheinlich die meisten jetzt schon kennen, sind die ETFs, also die börslich gehandelten Fonds. Ich nenne sie lieber passiv gemanagte Fonds, weil auch die normalen aktiven Fonds werden an der Börse gehandelt, deswegen passiv gemanagte Fonds, die versuchen Index abzubilden. Dann gibt es ETCs, die sich auf Commodities, auf Rohstoffe beziehen. Und ETNs, da kann sich theoretisch alles verstecken. Ganz wichtig, wenn man diese ETPs als Überbegriff anschaut, es gibt einmal die ETFs, die als Sondervermögen geführt werden, wie also auch normale aktive Fonds. Das heißt also, wenn die Vorgesellschaft gegen die Wand fahren sollte, das Geld ist in einem Sondervermögen getrennt vom Vermögen der Bank, der Vorgesellschaft geschützt. Und der Anleger hat keinen Nachteil. ETCs und ETNs sind von der Rechtsform her Inhaberschuldverschreibungen, also was ähnliches wie Zertifikate. Das ist ein großer Unterschied, den man als erstes wissen sollte. Kaufe ich so ein Produkt, weil ich einfach die Konstruktion gut finde? Oder kaufe ich es, weil ich eine Ausfallsicherheit haben will, weil ich einfach vom schlimmsten Fall ausgehen und abgesichert sein möchte und darum will ich die Ausfallsicherheit haben? Dann sind ETNs das falsche Produkt und diesen Vorteil hat man dort nicht. Da sind sie halt wesentlich flexibler als ein eigentlicher ETNs, als ein eigentlicher ETF. Sie können Produkte und Basiswerte abbilden, die es sonst noch gar nicht so am Markt gibt. Denn da kann man auch selber Indizes generieren, wie es hier ein Beispiel gemacht wurde. Genau. Beispiel. Wir schauen uns ein Beispiel an. Es kommt nicht von uns, sondern wird explizit in der Frage genannt. Es ist wie immer natürlich keine Verkaufsempfehlung, sonst irgendwas. Wir wollen uns einfach das Produkt, das hier benannt wurde, etwas näher anschauen. Wir schauen direkt auf die Produktbezeichnung. COBA, okay, damit komme ich noch klar, ist offensichtlich der Emittent. ETN, vierfach TecDAX Future Daily Long Index. Boah. Also erstmal, ich hoffe, ETNs haben wir ausführlich erklärt, was das bedeutet. Und in der Frage ging auch noch die Frage aus, ob es eine Nachschusspflicht gibt. Ja, das nichts das an der Börse, ja. Was bei uns gehandelt wird, genau. Steht irgendeine Nachschusspflicht. Das hätte ich am Ende noch gemacht. Okay, wir haben gar nichts, bei dem es einen Margin Call geben könnte. Das klingt total bescheuert, aber der maximale Verlust liegt am Einsatz bei uns. Genau. Gibt also nichts anderes, wo man herschießen muss. Okay, jetzt versuchen wir mal den Namen kurz zu zerpflücken. Was heißt denn das? Ich habe gerade schon angesprochen, dass man bei ETNs auch selbstgenerierte Indizes als Basis auflegen kann. Denn den DAX, den findet man durchaus. Aber den vierfach TecDAX Future Daily Long Index, da wird schwierig. Das ist ein eigenes Produkt der Commerzbank, der einfach abbildet, wenn der TecDAX Future um das Vierfache von Tag zu Tag sich bewegt, bildet dieses Produkt auch das Vierfache der Entwicklung nach oben als nach unten statt. Minus eine gewisse Zinskomponente, wer das genau wissen möchte. Immer ganz wichtig, gerade bei solchen Produkten, das Verkaufsprospekt lesen. Da reicht so ein Video definitiv nicht. Wir versuchen unser Bestes, aber es reicht einfach nicht. Und dementsprechend da nochmal bitte nachlesen. Das heißt, nur als Information mal gelten. Was macht das Produkt? Das schaut sich einfach TecDAX Future an. Und wenn der von einem Tag auf den nächsten eben 1% gewinnt, gewinnt das Produkt, abgesehen jetzt von den Zinsen, die noch drin sind, 4% nach oben. Er verliert aber auch bei 1% nach unten 4% nach unten. Und was man bei dem Produkt immer wissen sollte, wenn die Bewegung kontinuierlich ist, relativ langfristig nach oben, super Sache. Wenn wir aber, sage ich mal, insgesamt auf ein halbes Jahr gesehen 10% gewinnen, bitte nicht hinstehen und sagen, 4 mal 10%, ich müsste 40% gewonnen haben, sondern gucken, wie war der Weg dahin. Wenn wir erst mal anfangen, relativ viel verloren haben, baut das Produkt sehr viel an Wert ab, weil ich ja das Vierfache an Wert verliere, wenn ich falle. Und wenn ich von da unten dann wieder steigen muss, habe ich natürlich immer noch das Vierfache auch am Steigen, aber die Substanz, auf das den Hebel 4 sich anwenden kann, die ist eben recht gering. Also wichtig, wenn man der Marktmeinung ist, wir werden kontinuierlich, ja, wenn ein, zwei Tage zwischendrin mal kurz runtergehen, es steigt dann wieder, der Markt kontinuierlich nach oben geht, super Produkt. Wenn man sagt, oh, ich habe aber Angst, dass man erstmal vielleicht mal ein Weilchen fallen und dann wieder steigen könnte, dann muss man halt wissen, kann man mit dem Produkt durchaus auch mal Verluste machen, obwohl ich die Halbjahresbetrachtung richtig gelegen bin, aber der Weg dahin, erst der Markt runtergegangen ist, häufig vierfache verloren hat und von da unten dann wieder versucht hat, sich langsam aufzurappeln und dann einfach die Substanz für das Vierfache nicht mehr groß genug war, um schlecht wirklich ja, den Ertrag zu erhalten, den man eigentlich so im Kopf hätte, wenn man
den Zeitfaktor sicher. Die plakativste Regel ist da, glaube ich, immer, wenn man sagt, eine Aktie hat 50% des Wertes verloren, um wieder Break-Even zu sein, muss sie 100% gewinnen, zulegen. Ja. Und, so ähnlich funktioniert es auch. Aktie steht bei 100, ich verliere 50%, bin bei 50 Euro. Klar, sagt man sich dann gerne, ich habe ja nur 50% Verlust gemacht, aber von jetzigen 50 Euro wieder in Einstieg 100 zu kommen, muss ich halt 100% gewinnen machen. So ist es leider. Deswegen ganz wichtig auch an dieser Stelle noch einmal, bitte unbedingt Verkaufsprospekt lesen. Das wird Ihnen auch der Emittent so sagen und jeder, der hier irgendwie am oder beziehungsweise mit dem Finanzmarkt zu tun hat. Wir hoffen, wir konnten zumindest ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Ich glaube, da lässt sich grundsätzlich auch noch weiter darüber reden. Falls Interesse bestehen sollte, wie immer an dieser Stelle Kommentar hier lassen. Bei weiteren Fragen ebenfalls Kommentar hier lassen. Dir wieder vielen, vielen Dank. Gerne doch.